Mission 3 lässt uns wieder aktiver am Kartengeschehen teilnehmen. Mit unserer Flotte aus Mission 2 sind wir jetzt in Karthago. Oder zumindest fast, denn wenn wir uns die Flotte ansehen, müssen wir einige Verluste verzeichnen. Drei unserer Fähren haben wohl auf dem Weg eine DNA-Digitation zu einem Kriegsschiff vollzogen, aber was noch viel schlimmer ist, unsere schön zusammengestellte Armee aus Mission 2 ist auch weg. Auf dieser Karte stellen sich uns drei Trojaner-Siedlungen in den Weg. Blau kontrolliert den nordwestlichen Teil der Insel, während Grün den nordöstlichen besitzt. Beide sind relativ stark im Vergleich zu Gelb, der den Osten bis Südosten der Karte beherrscht. Mission 3 setzt aber den Trend aus Mission 1 fort, die Spielzeit nicht unnötig zu strecken. Nur eine der drei Siedlungen muss besiegt werden und wir können uns frei aussuchen, welche das sein soll. Die Berge auf dieser Karte sind randvoll mit Rohstoffen, ihr solltet in der Hinsicht also keine Schwierigkeiten haben. Ihr könnt auch mal wieder mit der vollen Leistung eurer Minen rechnen. Im Nordosten gibt es einen Durchgang zwischen den Bergketten, der sich gut für eine Verteidigungsstellung eignet. Die Angriffsgruppen bleiben aber sehr klein, solange kein Turm den Besitzer wechselt. Passt aber auf, dass euch die KI nicht euren Startturm snipt, so wie es mir passiert ist. Die Karte ist aber etwas übergroß, sodass ihr euch schon bemühen müsst, um gemeinsame Grenzen mit euren Gegnern zu haben. Meiner Erfahrung nach ist die gelbe Siedlung die kleinste und schwächste, also war sie am Ende auch mein Ziel. Sobald eine der Siedlungen zerstört ist, habt ihr bereits gewonnen.